haben hier im Kongresszentrum Hanau, wo das jährliche Spitzenspiel der Norman Champions League stattfindet. Manche sprechen sogar vom El Clasico der Elektrotechnik, der DKE Innovationscampus. Wir müssen das Zeitalter des Feuers hinter uns lassen. Also das heißt, wir haben mal gelernt in der Steinzeit, irgendwie Feuer ist gut, das heißt, das brennt. Und da haben wir uns nicht sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube, junge Menschen haben einen ganz anderen Anspruch an Kommunikation. Sie wollen viel kurzweiligere Kommunikationswege. Staatenlose Menschen haben sehr eingeschränkten Zugang zu ganz wichtigen Rechten. Und da ist natürlich die Frage nach Normen ganz spannend, weil durch Normung natürlich auch Zugang zu Rechten und Zugang zu, ich sage mal, Services auch gestaltet wird. Ich glaube, in einem Unternehmen ist es wichtig zu vermitteln, dass durch Diversität Unternehmensprozesse besser werden, die Qualität besser wird. Und das schlussendlich zeigt eigentlich, dass das Thema Gleichstrom nicht vor 130 Jahren gestorben ist, sondern sich über die Jahre mitentwickelt hat und vielleicht heute interessant ist, nochmal zu überdenken. Dann lasst uns bitte pünktlich in diesen Zeit-Events anfangen, weil es wirklich wertvoll ist. Wir haben es schon den ganzen Tag über gesagt, wir wollen mit euch diskutieren. Jetzt kommen wir zum DKE Startup All Electric Society Preis. Digitales Schwellenland Deutschland, warum die Digitalisierung immer noch wichtig ist. Ich glaube, wir können sogar noch auf die Überholspur gehen, wenn wir jetzt richtig zupacken bei der KI, dass wir uns noch ziemlich weit nach vorne beamen können. Mein absolutes Highlight war die Fishbowl. Jeder wollte mitsprechen und die Leute haben sich die Mikrofone in die Hand gegeben und man hat richtig gespürt, dass die Menschen motiviert waren, aufs Podium zu gehen und sich aktiv in die Diskussion einzubringen. Und was Besseres kann man sich ja als Veranstalter eigentlich gar nicht wünschen. Die Lösung für alle Probleme dieser Welt steht in PDF-Dateien, die niemand liest. Und das ist der Punkt, wo wir ran müssen. Wir brauchen also einen DKE-GPT, also irgendein Ding, dem ich Fragen stellen kann, die mein Problem betreffen. Die KI und der technologische Fortschritt sind der Hebel und Garant für mehr Nachhaltigkeit. Bettenhausen auf Teigeler, tolles Zuspiel zwischen den beiden Kapitänen. Alles, was Teigeler sagt, wird nicht nur Norm, sondern gleich Gesetz. Der lädt die Normen direkt in die Wertschöpfungskette und hat durch seine innovative Spielanlage die Drehstuhlschnittstelle im Mittelfeld abgeschafft. Und Achtung jetzt, ja, da macht er rein! Für mich war die Stimmung heute wieder gigantisch gut. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüsselelement des Erfolges unserer Normungsarbeit, dass wir das etwas angestaubte Image der Normung doch hier im Rahmen einer solchen Veranstaltung wirklich komplett auf den Kopf gestellt haben und die Leute auch motiviert haben, an der Normung aktiv mitzuarbeiten. Ich bin total begeistert von der Energie, die alle Kolleginnen und Kollegen in diesen Innovation Campus 2024 eingebracht haben. Wenn ich das Feedback im Lauf des heutigen Tages und auch die ersten Feedbacks im Lauf des heutigen Abends Revue passieren lasse, extrem positiv. Was mich hier am DKE Innovation Campus besonders fasziniert hat, ist, dass wir gesellschaftliche Fragestellungen mit den Fragen der Elektrotechnik zusammenbringen und auch zusammendenken. Und ich glaube, das ist genau wichtig. DKE is able to bring together so many people, passionate people around this team of standardization. Also the human aspect again is brought forward so much and I really love to see that. Was ich am Innovation Campus toll finde, das ist immer diese offene Diskussionskultur und dass man in so vielen verschiedenen Formaten mit so unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen kann, nachdem die ihre Impulsvorträge gehalten haben. Ein Weg führt zurück und nur einer voran. Und dann schließ kurz die Augen und erinnere dich dran, an diesen Tag, an diese Energie, die du gespürt hast. Und dann mach dein Stück der Zukunft, mach deinen Teil der Norm. Immer wieder, immer wieder, immer wieder von vorn. Vielen Dank. Dankeschön. War meine Freude. Danke.